Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich spontan entschlossen, ein Video über meine mobile Ölmalausrüstung für meine Schullandwoche, Malwoche in der Steiermark, zu machen. Die Sache ist nicht ganz so minimal wie die Zeichenausrüstung. Ich habe mir hier umgebaut eine ehemalige Weinflaschenkiste. Der Vorteil ist, es hat im befüllten Zustand mit allen Materialien und bereits drei Malplatten knapp unter 5 Kilo. Das zugehörige Stativ, das ist ein altes Kamerastativ, gibt es glaube ich schon lange nicht mehr, hat weitere 2 Kilo, das kann ich am Koffer eben fix befestigen. Und damit bin ich mobil wunderbar ausgerüstet. Aber jetzt zu meinem Koffer. Ich habe hier außen das hat mir ein Kollege gefräst, eine Leiste aufgeschraubt, um meine Trägerplatten zu befestigen. So, wenn man die Sicherungsklammern vorher aufmacht, dann kriegt man die Dinge auch raus. Ganz normale Hartfaserplatten. Auch kein exaktes Maß im Sinn von vorbereitete Platten. Es sind 38 mal, jetzt muss ich auf meinen Schmierzettel schauen, 38 mal 25,5 cm. Lässt sich wunderbar draufkleben. 25 mal 35 Standardformat oder eben meine selbst vorbereiteten im Videoformat angelegten kontierten Papiere. Das kann man dann einfach mit ganz normalem Tesaband draufkleben. Ist mobil, ist leicht und funktioniert für mich ziemlich gut. Draußen habe ich noch einmal draufgeschraubt solche Klammern. Also das Schwierigste war, ich hoffe, das sieht man jetzt, diese Löcher da rein zu bohren, weil diese Klammern irgendwie ein recht stabiles Material sind. Die habe ich mir da außen drauf geschraubt, weil dann kriege ich nämlich eine Platte 30x40 oder in dem Fall wieder Videoformat 40x22,5 cm rein. Die ist dann nach dem Malen ein bisschen tricky da reinzukriegen, aber wunderbar geschützt beim Transport. Das heißt, wenn ich da irgendwo durchs Gebüsch unterwegs bin mit meinem Koffer, dann bleibt nichts hängen, klebt nichts drauf, werde ich selbst nicht voller Farbe, das ist auch immer ein Thema. Und ja, und damit hat sich dieser selbstgebaute Koffer sogar noch für Standardmalplatten als brauchbar erwiesen. Jetzt machen wir ihn einmal auf. Da drinnen ist jetzt eine Plexiglaspalette, die ich mir auf dieses Maß zugeschnitten habe. Etwas improvisierte Henkel, aber ich bin eine große Freundin von selbstgeschnitzten Equipment, weil es ganz einfach, so wie ich mir das einbilde, die Dinge auch nicht fertig gibt. Das ist jetzt gar nicht so der Preis, sondern eher das Gewicht, wie ich es vorher schon erwähnt habe. So, da kann man jetzt diese Trägerplatten, wo ich jetzt dann fertig vorbereitetes Papier aufgeklebt habe schon, kann man ihn wieder solche Klammern da unten, das sieht man es wahrscheinlich besser, einstellen und gegen den Wind, ganz wichtig, sichern mit diesen Klammern. Ich liebe diese Klammern. Voriges Jahr ist es nämlich einem Kollegen passiert, der hat es verabsäumt, gegen den Wind zu sichern, und dem ist ein frisch gemaltes, nasses Bild, kopfüber natürlich, in die Wiese gefallen. War jetzt nicht besonders super, es ist nicht ganz so viel passiert, aber das möchte ich vermeiden. Das Schwierigste an diesem ganzen Koffer war, diese Dämpfungsfedern so einzubauen, dass die Schraubpositionen so sind, dass das Ganze funktioniert. Das war die größte Herausforderung und hat, glaube ich, 4 Versuche gebraucht. Jetzt der Inhalt. So. Nitrilhandschuhe, falls ich irgendwo einmal hilft gegen Balsamterpentinöl. Latexhandschuhe lassen nämlich Balsamterpentinöl durch und mein Malmittel enthält solches, also
habe ich sie lieber mit für Not- und Panikfälle. Klebeband, dann Palettenmesser und Spachtel. Immer wieder praktisch zum Reinigen der Palette, zum Farbe herausnehmen, zum Mischen von Farbe. Kleine Zange, die von selbst sich öffnet für das Öffnen von Farbtuben. Nie wieder ohne. Kleine Müllsäcke für das Malen unterwegs, um verschmutzte Malfetzen oder was auch immer dann gleich reinwerfen und mit dem Klebeband zukleben zu können. Pinselhalterung. Lauf ungern am Boden gefallenen Pinseln nach. Einen ähnlichen Zweck erfüllt dieses Teil. Es lässt sich ankleben, auch auf der Palette, weil sonst ist es mit dem Wind natürlich irgendwo. Alte Marmeladeglasdeckel für Malmittel. Die klebe ich dann auch auf die Palette drauf. Dann habe ich alles beieinander. Taschentücher kann man immer brauchen. In einer kleinen Transportbox. Malfetzen eignen sich auch gut als Transportschutz, dass die Tuben nicht herumfliegen und kaputt werden. Habe ich ja, meine Standard- und Lieblingsfarben drinnen. Natürlich ein paar Erdtöne. Obacht. Ein paar Erdtöne, liebe ich heiß. Vom Material her, Luca Studio ist jetzt keine Top-Marke, es funktioniert ganz gut. Die Norma sind sehr cremig, die mag ich auch ganz gerne. Die ganz Billigsdorfer Farben versuche ich zu vermeiden, weil ich da so schlechte Rückmeldungen von Kollegen gekriegt habe, dass sie einfach nicht wirklich funktionieren. Und die sind uralt, die habe ich geschenkt gekriegt. Ich glaube, die sind 35 Jahre alt. Funktionieren immer noch, ganz interessant. Und bisher ist auch noch bei keinem Bild, egal ob Karton, Platte oder so, die Farbschicht wieder runtergekommen. Also offensichtlich ist die Qualität gut genug. Was ich dann auch noch gerne mitnehme, ist so ein Schleifpad, weil meine Gesso-Grundierungen sind oft einmal ziemlich rau und manchmal mag ich es einfach nicht und dann schleife ich es mir kurz glatt. Ja, weiteres selbstgebautes Tool, um Pinsel gegen das Wegrollen zu sichern. Ich glaube, ich bin ein kleiner Monk und deswegen ist auch nichts mit Farbe verschmiert oder sowas, weil ich eigentlich recht gut aufpasse, weil nichts ätzender, als wenn man dann überall die Farbe hat auf den Händen, am Gewand. Es geht zwar meistens wieder raus aus dem Gewand, aber ja, schätzen tue ich es nicht. Für feine Geschichten sind meine Lieblingspinsel, man sehe und staune, die ganz günstigen Hobby-Malpinsel, Schulmalpinsel. Vermeide ich, weil die verlieren meistens ihre Haare. Und diese Rindshaarpinsel, Zungenpinsel, mit denen kann man extrem feine Linien und Spitzen machen. Jetzt schauen sie ein bisschen aus wie Klobesen, aber mit Farbe funktioniert es dann wieder gut. Und ein paar größere Flachpinsel. Ich verwende eigentlich hauptsächlich Flachpinsel. Das sind zum Beispiel die gleichen, die ich nehme für Gouache-Malerei. Wobei ich habe einen eigenen Pinselsatz für Ölmalen und einen für Gouache, weil das mit dem Lösungsmittel und dem Öl, ich glaube, so sauber kann man sie gar nicht waschen, dass das gut funktioniert. Und ich habe sie mir alle abgeschnitten, weil ich diese urlangen Pinsel irgendwie, das ist nicht für mich gemacht. Wobei ich bin total neugierig. Ich habe mir auf Empfehlung eines Kollegen Brislon-Pinsel zugelegt. Für die Gouache-Farbe haben sie mir nicht imponiert, aber wer weiß, für die Ölfarbe. Das sind noch die unabgeschnittenen. Zuerst probiere ich sie einmal aus und dann schneide ich sie mir vielleicht ab. Und das letzte unglaublich praktische Tool, ja, Sägen, Schneiden, Schrauben, alles mit dabei. Unglaublich praktisch, ja. Macht wahrscheinlich ein halbes Kilo aus, gefühlt, aber zahlt sich immer wieder aus, es mitzuhaben.
Ich habe mir unten eine Metallplatte draufgeschraubt, wo ich dann mein Stativ befestigen kann. Hält bombenfest, ist irrsinnig praktisch. Ja, ich stehe drauf. Und ich bitte zu verzeihen, falls ich beim heutigen Video mit Halbsätzen nur so um mich werfe. Aber nachdem ich nicht mehr sehr viel Zeit habe, wird dieses Video keine eigene Tonspur kriegen. Also kein Nachvertonen und auch relativ wenig Zeit wird sein zum Editieren. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Und was sonst noch mitkommt, Farbkreis kann nie schaden. Eine Farbkarte mit verschiedenen Mischungen und meinen Farbtönen. Hier noch zum Grundieren Gesso und meistens töne ich es in der letzten Schicht dann mit Acrylfarbe ab. Ich zeige jetzt noch kurz, wie ich mir die Sachen herrichte dann fürs Mitnehmen. Ich klebe das dann so vorsichtig auf, einen dünnen Rand. Dann ist es irrsinnig gut zu transportieren. Es fliegt nichts herum. Zusätzlich zu meinen Lukas Studio Farben habe ich auch noch andere, weil es mir jetzt gerade einfällt. Die sind ganz okay, die sind schon deutlich besser. Eklar ist auch die teurere Linie von Lukas. Aber im Prinzip, so wie ich die Farben verwende, habe ich bisher auch bei den Studiofarben keine ernsthaften Probleme festgestellt. Auch meine jetzt 5-6 Jahre alten Sachen fangen noch nicht an, sich aufzulösen. Was normalerweise noch im Malkoffer drinnen ist, ist ein Schraubglas mit Malmittel, Lösemittel. In dem Fall ist es Balsam-Terpentinöl, weil ich noch kein neues Glas vorbereitet habe. Normalerweise mische ich mir mein Malmittel selbst aus Balsam-Terpentinöl, aus Leinöl und aus Damafirnis, weil es dann einfach die Eigenschaften hat, die ich will. Und ich habe dann noch einen alten Küchenschwamm, wenn ich einmal in einer zweiten Schicht drüber male über ein Bild, dass ich eine leichte Schicht an Malmittel drauf gebe. Ich verwende Malmittel mit Lösungsmittel, weil ich einfach die Eigenschaften schätze und vorsichtig damit umgehe. Und weil ich außerdem der Meinung bin, dass es besser ist zu riechen, mit welchem Gift man arbeitet. Im Sinn von, wenn ich doch einmal drinnen arbeite, dann möchte ich gerne entsprechend regelmäßig daran erinnert werden, dass ich lüften muss. Und dann haben wir hier vorbereitet 4 winzig kleine Formate für das schnelle Einfangen von verschiedenen Lichtstimmungen. Die farbige Tönung, das habe ich vorher nicht erwähnt, einfach um einen Mittelton zu haben, von dem ich wegstarten kann mit hell und dunkel. Eine weiße Grundierung finde ich irgendwie so einschüchternd und so mühsam, weil einfach machen, was das Malen selber angeht, tue ich es mir gern. Nur die Vorbereitung ist halt manchmal ein bisschen die harte Tour. So gesehen mache ich es mir lieber ein bisschen schwieriger in der Materialvorbereitung, damit ich es mir dann beim Malen leicht machen kann. Ich mag diese selbst vorbereiteten Dinge sehr gerne, weil es eben nicht 0815 ist. Wenn ich dieses 16:9 Format haben möchte auf meinem Malgrund, dann muss ich es mir halt selbst vorbereiten, weil wie gesagt, zu kaufen kriegt man A4, 20x30, alles Mögliche. Ich mir halt für dieses Projekt einfach nicht vorgestellt habe. Die Farben, die für mich recht wichtig sind, ist Titanweiß, Cadmiumgelb, Lichterocker, dann noch ein Cadmiumrot und Magenta. Ultramarinblau ist für draußen als warmes Blau unverzichtbar. Phthalo-Blau noch als zweiten Blauton. Sprich 2 Gelb, 2 Rot, 2 Blautöne. Und dann mag ich persönlich noch sehr gerne diese Erdtöne. Sienna gebrannt, Sienna Natur und Van Dyck Braun. Was ich diesmal zusätzlich noch mitnehmen werde, ist Zinkweiß. Die Tube habe ich mir irgendwann einmal eingebildet, habe sie bisher fast nie verwendet und werde es jetzt einfach ausprobieren. Dann nehme ich noch ein Zitronengelb mit, Neapelgelb dunkel, weil sich es einfach in dieser Box da platzmäßig auch ausgeht, habe ich noch mit
die grüne Erde, Chromoxid grün feurig, Cyan, dann habe ich noch dieses alte Cadmium Orange, Preußisch Blau oder Pariser Blau, wie es hier heißt, Zinnoberrot hell, Grablack dunkel. Ich werde im Nachhinein auch noch ein Video machen, was ich für draußen wirklich notwendig brauche, was ist nice to have, was ist vollkommen unnotwendig, welche Farbtöne habe ich nie benutzt. Ich habe ja vor, auch draußen ein bisschen mitzufilmen. Seid gespannt, lassen wir uns gemeinsam überraschen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich überlege jetzt gerade, an welche Kinder sehen, damit mich das erinnert, was ich da mache. Wo dann zum Schluss jemand alle diese Dinge zusammengelegt hat und rundherum eine Linie gezeichnet hat, zum Abschluss der Sendung. Wenn euch das einfällt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe das als Kind immer irrsinnig klasse gefunden. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr mögt das Video. Wenn ja, klickt bitte auf Gefällt mir. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wer gar nichts versäumen möchte, bitte auf Benachrichtigungen aktivieren klicken, weil dann kriegt man jedes Mal eine Info, wenn ich etwas hochlade. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.